Ist doch in Ordnung. Lass es doch drin erstmal. Ist doch alles gut. Ich geh jetzt erstmal rein. Ja. Willst du noch mehr? Ja, ein bisschen später. Und sag mal kurz an, was passiert ist. Das wäre ja interessant. Und findest du? Ja. Hallo. Mahlzeit. Gut, machen wir weiter. Ja, echt weit. Ja. So echt viel, aber nicht das Richtige bei? Er sucht eher, ich finde es jetzt schwierig, da was zu erkennen. Okay. Weil es viel ist. Kein Licht an? Achso. Nein, weil es viel ist. Aber okay. Ich weiß, es war jetzt nichts da. Nee, wir suchen so ein Zweitrad, dass ich, wenn ich alle zwei bis halben Monat mal da bin, irgendwo hinfahren kann und auch stehen lassen kann. Also doch eher sowas. Sowas, ja. Und eigentlich eher sowas. Und da grätscht sich gerade so der Grundanspruch an ein Fahrrad mit dem Stehenlassen. Das ist das Problem, ja. Ja. Bei Stehenlassen kannst du nicht mal sowas eigentlich. Mittlerweile nicht mehr. Nee. Aber sowas wird ruhig kaputt. Ja, und das sind 80, 100 und das rote 140 Euro. Deswegen stehen sie hier, weil sie die günstigsten sind. Mhm. Und drin ist ja alles ab 300, ungefähr so ab 300. Aber sind schon schöne Teile dabei, auf alle Fälle. Ja, halt jetzt, natürlich. Aber es ist eher so speziell, weil diese einfachen Räder tatsächlich, naja, verkauft auch jeder andere. Mhm. Und also schöne wollte eher so spezielle Sachen. Das ist halt nur nichts für in Berlin aus Spaß durch die Gegend zu fahren. Ja. Das ist das Problem. Das Klapprad mit der roten Kette ist geil. Ja, das Klapprad mit der roten Kette war... Wenn du Gang durchgehst, guckst du genau drauf, so halb links. So ein Körbchen vorne. Ja. Der Riesenkopf. Ja. Der hat halt gerade gebaut. Also jetzt vor anderthalb Wochen oder so. Ja. Ich mal eine Weile gehabt und hab so ein Klapperdrahmen gehabt. Ein Hinterrad war drin. Der Rest war halt kaputt. Gabel kaputt auch. Und dann hab mir gedacht, baue ich alles mal wild zusammen. Wenn der draußen steht, gucken sie wirklich alle. Ja, jetzt. Ja, das ist wirklich unglaublich. Alle. Fährt sich auch sehr bequem. So ein Rennlenker so umgedreht. Ja. Wahrscheinlich wird es sofort geklaut. Wahrscheinlich wird es eine Weile dauern, bis es jemand kauft. Aber das ist auch so ein Ding, das würde ich nicht mal unbedingt verkaufen wollen, weil ja. Das stellst du einfach nur raus und die Leute gucken. Das bleibt, ja, das ist lieb und das zeigt, dass du da Spaß dran hast. Das ist ja auch wichtig. Eben. Der Problem ist mir jetzt bei sehr vielen Rädern und so. Ja. Dass ich sage, ich muss es ja nicht mal unbedingt verkaufen. Oder so. Hier, das habe ich gestern gebaut, zu Ende gebaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht für dich, ne? So. Ja, das muss aber eigentlich gehen, ob das dann, inwieweit das Stehenlassen für mich tatsächlich wichtig ist. Oder? Ja, man kann es auch in den Keller tun, das ist nicht das Thema, aber wenn du unterwegs bist, steht es halt irgendwie. Ja, ja. Ja, also jetzt so, es muss nicht ständig auf der Straße stehen oder ein Fahrrad. Manchmal. Wenn ein Fortbewegungsmittel ist, steht es halt irgendwo. Am Bahnhof darf man sowas nicht stehen lassen, natürlich, ne? Ja. Davon abgesehen kostet es auch 350 Euro jetzt. Ne? Zusammenrechnen. Ich geh mal eben nicht. Weißt du jetzt, wo du was Schönes findest? Nee, tschüss. Ciao. Alles klar, ciao. Na ja, machen wir weiter. Da kommt
Keine Rückmeldung, es scheint schwer zu sein. Schwerwiegender Fall von. Meine Tochter kippt mal was aus. Katastrophe ist das. Ich mache es anders, alles anders, alles anders, Michael.
Ich brauche Ringe zum Aufstecken. Die Stanzringe, you know. Eine gewisse Distanz ist aber hart. So, bitte. Zwei Sitz verbraucht. Oh, ich sag, Herrgott. Bitte? Ich bin auf der Suche nach meinem Fahrrad, nachdem meins geklaut wurde. Ich wollte fragen, ob die da vorne, die auch da angekettet sind, ob das auch eure sind? Wo denn vorne? Direkt am Raus, dieses, weil es so ein Hollandrad, so ein schwarzes. Nee. Nee? Okay. Gut, danke, danke dir. Das ist, bitte. Du meinst neben dem Hauseingang, ne? Noch? Ja. Nee. Aber Hollandräder habt ihr nicht, ne? Haben wir gar keine. Okay. Danke dir.
ist hier Dominik Seins, der Tollandrad, Geschäft. Sachen wollen, alles gut, oder? Alles super, ja, perfekt.